Straße 94 und genau, und ich werde euch jetzt so kurz schildern, wie ich den Mittwoch, den 22. frühmorgens das Eindringen der Scheißbullen in die 94 erlebt habe. Vor einer Woche bin ich morgens aufgestanden, wollte mir einen Kaffee machen, dann habe ich auf einmal vermummte Leute auf dem Dach gesehen und dachte ich erst, naja, das sind vielleicht Freunde, aber dann dachte ich, nicht um diese Uhrzeit. Ja, und dann habe ich runtergeguckt und habe die Bullen und Handwerker im Hof gesehen und dann ging die Flex schon an und ja, es ging los. Ich bin dann durchs Haus gerannt, habe alle Leute geweckt, dann auch versucht, eine Barre hochzuziehen, aber dann waren die schon im Haus und es gab keine Chance mehr, irgendwie sie aufzuhalten. Die ersten Tage war es halt so, dass halt richtig viel Bullen und Securities halt direkt in dem Hausflur standen. Also sie haben ja die Wohnungstüren rausgerissen, alle Fahrräder mitgenommen, wo die Leute nicht schnell genug irgendwie waren, um zu sagen, das ist meins. Jetzt stehen sie auf der Bullenwache und man kann sie mit einem Eigentumsnachweis, kann man quasi sein Fahrrad abholen. Wenn das nicht gegeben ist, so, dann handelt man sich eventuell eine Anzeige wegen, keine Ahnung, wegen Fahrraddiebstahl oder weiß was ich was ein, wenn man da jetzt auftaucht. Sonst die Bullen sind super ekelhaft. Also sie schikanieren einen eigentlich die ganze Zeit, wenn man reingeht, machen irgendwelche dummen Sprüche. Also was hier passiert ist Gentrifizierung, aber es ist eine neue Ebene, weil die Bullen das durchsetzen für den Hausbesitzer. Und was ich noch extrem finde an diesem neuen Level, ist, dass Sexismus und Gewalt genutzt werden, um es durchzusetzen. Wenn eine Frau, die am Haus irgendwie vorbeigeht, irgendwie die Bullen irgendwie attraktiv finden, laufen die alle hin. Die Securities rufen und pfeifen Frauen nach, die draußen langlaufen. Der Einsatzleiter, Herr Pohl, hat auch direkt gesagt, es ist nicht verboten, hinterher zu pfeifen. Also es ist wirklich anstrengend und schafft wahnsinnig viel Wut. Und Wut ist ja eigentlich was Gutes, um was zu verändern. Man muss es nur gut kanalisieren. Und jeder Mensch könnte davon betroffen sein, wenn er zu Besuch kommt, wenn er am Haus vorbeiläuft. Vor dem Haus hat einer der Kinder der dort lebenden Familie einen Gast oder einen Freund mitgebracht. So. Und der Bulle meinte dann so, ja, wer ist das? Und er so, ja, das ist mein Gast. Und dann guckt auf seinen Ausweis und sagt halt, naja, du bist hier auch nur Gast. Und also das zeigt halt, was für Menschen da diese Einlasskontrollen machen, die halt potenzielle, einfach miese Schläge und Rassisten sind und dafür bezahlt werden, Menschen zu schikanieren. Sie haben auch keine irgendwie Argumente oder so, wenn man sie fragt, ja, was stell dir mal vor, irgendwie 20 vermummte Leute würden vor deiner Hütte stehen und sagen, hier, du kommst nicht rein und wenn irgendwelche Gäste kommen, dann verhindern wir das und hauen denen in die Fresse so. Darauf haben sie dann immer gar nichts zu sagen. Das Krasseste war halt, dass ein Bulle mit seiner Schusswaffe gedroht hat, so die Hand schon an der Schusswaffe und bleibt zurück, sonst passiert was. So. Was soll man dazu sagen, wenn auf einmal Leute, die einen hassen, dir morgens ins Gesicht gucken, wenn du die Wohnungstür aufschließt? Oder zum Bad gehen muss oder weiß was ich. Alles, was vorher kein Problem war, wir hatten auch nie abgeschlossene Wohnungstüren. Das ist jetzt halt auf einmal so ein Problem und man ist quasi irgendwie in seiner eigenen Wohnung gefangen. Abends vorm Haus haben die Bullen wieder gestresst und wollten keine Gäste und Gästinnen reinlassen. Und dann haben Menschen das gefilmt auch, die Auseinandersetzungen. Und so wollten die Bullen eine Person mit Handy fassen und ein Bewohner des Hauses, dem das Handy gehörte, hat versucht, das Handy halt noch zu retten und dann sind auf einmal alle Bullen auf ihn los. So. Da haben 10 Bullen oder so auf den Menschen eingeschlagen und seine Kinder, also die wohnen halt im Erdgeschoss und seine Kinder haben das alles gesehen. Also, er wurde halt vor den Augen seiner Kinder zusammengeschlagen und für die Kinder ist es eh alles schon richtig scheiße und das war dann halt nochmal die Krönung. Also es
Das ist echt richtig schlimm für die Familie. Die haben rund um die Uhr die Bullen vorm Fenster. Die machen den Rollo nicht hoch, weil sie halt dann gleich Bullen haben, die reinglotzen in ihre Privatsphäre. Und die haben 24 Stunden, hören die Bullen, die Motoren und kriegen den ganzen Stress halt, der da passiert, mit. Und gerade für die drei Kinder ist es halt echt das Beschissenste, was passieren kann. Ja, Taschenkontrollen wurden teilweise auch gemacht. Also das Krasseste war halt, dass sie bei einem neunjährigen Mädchen, das zu Gast kommen wollte, den Rucksack durchsucht haben. Auch die Kinder werden ständig nach dem Ausweis gefragt. Auch die Kinder, die halt im Erdgeschoss wohnen, die werden eigentlich ständig schikaniert. Dieser Zusammenhalt von den Menschen, sowohl im Haus, das ganze Haus, Vor- oder Hinterhaus, und die Nachbarschaft so stark ist, das ist unglaublich beeindruckend. Und je stärker diese Kraft von außen kommt, diese Repression, die Gewalt, diese negative Energie, desto stärker wird der Zusammenhalt, finde ich. Und das finde ich beeindruckend und deshalb bleiben auch alle dabei und bleiben kämpferisch. Das Schlimmste ist, wenn man sich gelähmt fühlt und nichts macht und diese Macht von außen, diesen Druck, die Repression spürt. Und eigentlich sind damit alle gemeint. Nicht nur die Leute, die einmal irgendwie in der Schmiede zu Besuch waren oder irgendwie mal im Haus waren oder jemanden kennen. Es sind eigentlich alle gemeint damit. Das könnte allen Menschen passieren. Es ist eigentlich eine exemplarische Sache gerade, die ausgetestet wird. Und die können damit nicht durchkommen. Das kann und wird nicht passieren. Gestern gab es eine Kundgebung mit anschließenden Konzerten. Es gab Redebeiträge von Bewohnerinnen der 94 und von Nachbarn und Nachbarinnen. Und um 21 Uhr gab es dann so Lärmdemo, beziehungsweise also Nachbarn hatten dazu aufgerufen, aus den Fenstern mit Töpfen zu trommeln und laut zu sein, um gegen die Bullen zu demonstrieren. Das Konzert lief gerade, da ging's los und dann haben die aufgehört zu spielen und es war halt einfach 45 Minuten lang richtig, richtig laut in der Straße. Ein weiterer Punkt ist, dass die Hausverwaltung, die angeblich das Ganze angeleiert hat, gar nicht existiert. Es wurde versucht, mit dem Kontakt aufzunehmen, da widerrechtlich der Sicherungskassen von Mietwohnungen für die Miete gezahlt wird, verplombt wurden und die keinen Strom haben. Das letzte Mal, als die Hausverwaltung Berlima uns die Schläger ins Haus geschickt hat, um den Dachboden zu räumen, wurden sie danach selber besucht und dann haben sie kalte Füße bekommen und haben alles sofort zurückgezogen. Und das ist jetzt quasi so der Versuch, sich vor den Konsequenzen, die es nach sich ziehen kann, wenn man unseren Wohnraum und unseren Lebensraum antastet, zu schützen und sich dem nicht stellen zu müssen. Sie behaupten ja, dass es darum geht, irgendwie geflüchtete Menschen unterzubringen. Moabit hilft und Friedrichshain hilft haben dazu ja auch schon Stellung genommen und gesagt, dass, also wie die in ihrer Pressemitteilung das gesagt haben, dass es zu regulären Mietpreisen in Friedrichshain an Geflüchtete vermietet werden soll, funktioniert nicht. Da weder Lageso noch Jobcenter die Miete bezahlt, die irgendwie da zur Verfügung stehen. Das heißt ja, ihr Linksautonomen, ihr könnt doch nichts dagegen haben, wenn Flüchtlinge bei euch im Haus aufgenommen werden. Das zeigt einfach, dass es halt einfach, dass halt geflüchtete Menschen gegen uns ausgespielt werden sollen und uns quasi so die Argumentation für unsere Existenz genommen werden soll. Ja, unser Hausbesitzer John Drehwurst war Staatsanwalt während des Apartheidsregimes in Südafrika und es ist einfach eine absolute Unverschämtheit, dass so ein Stück Rassistendreck sich jetzt auf die Fahne schreibt, hier Wohnraum für Refugees schaffen zu wollen. So, wenn er vorher irgendwie Leute, die sich einfach nur dafür eingesetzt haben, dass sie gleichberechtigt oder nicht diskriminiert und unterdrückt werden aufgrund ihrer Hautfarbe in den Knast geschickt. Die Securities, die bei uns arbeiten, sind sehr unterschiedlich. Also teilweise sind es Menschen, die aus Syrien geflüchtet sind, denen erzählt wurde, dass wir sie hassen
weil sie Ausländer sind und dass sie quasi hier sind, um die Bauarbeiter vor den ausländerhassenden Autonomen zu beschützen. Aber es gibt auch richtig ekelhafte Arschlöcher, die uns belästigen, die uns anmachen, die uns drohen. Das gab es ja auch schon, nachdem sie sich von unserer Musik gestört haben, dass einer von denen einen Teleskopschlagstock gezogen hat und auf einen Bewohner des Hauses zugegangen ist und so angetäuscht hat, als ob er ihn schlagen würde. Ein anderer hat dann so in die Hände geklatscht und ist auf ihn zugelaufen. Ja, ist halt einfach so ein Bedrohungsszenario, sobald man irgendwie die Tür verlässt. Ja, dann wird man halt angeglotzt von denen, wenn man aus dem Haus rausgeht, hinterhergegafft, hinterher gepfiffen, und es ist halt auch schon so weit gewesen, dass Menschen körperlich auch bedrängt wurden. Also eine Bewohnerin war beim Bäcker und da war dann auch ein Bauarbeiter aus dem Haus und der hat sie halt angefasst und dumm spruchlos gelassen, was halt super unangenehm ist. Und es ist halt super unerträglich so. Vor allem, weil die 94 halt vorher alles andere als ein Raum für Sexismus war. Es war halt echt ein Raum, wo man sich total geschützt gefühlt hat. Man überlegt sich echt immer so dreimal, ob man jetzt wirklich rein muss oder raus muss, weil es halt jedes Mal zu Konfrontationen mit den Bullen kommt. Die stressen jedes Mal wegen Ausweis und rein theoretisch haben sie eigentlich gar nicht das Recht, nach Ausweisen zu fragen, wenn man nach Hause gehen will. Theoretisch haben halt nur die Securities das Recht zu sagen, du darfst rein und du nicht. Also die haben das Hausrecht sozusagen vom Eigentümer bekommen. Es zeigt halt, dass es einfach ein Mensch ist, dem es halt einfach nur um Profit geht und der skrupellos seine Interessen für die Profitsteigerung durchsetzt und Leute aus ihren Wohnungen verdrängt und notfalls die Bullen und Schläger vorbeischickt, die das für ihn erledigen, einfach nur um seine Scheißrendite zu steigern. So. Und dass das natürlich die Wut von vielen Menschen irgendwie anfacht und es ja dann dementsprechende Reaktionen gibt, da braucht man sich auch nicht zu wundern, wenn dann halt einfach Berlin in Flammen aufgeht.